Moin! Jo, ich bin heute hier ein bisschen dabei und räume die Halle mal leer. Ja, das sieht doch schon mal ganz anders aus und dann können wir hier gleich mal unseren Raps abkippen. Ja, Mode habe ich jetzt hinter. Jetzt fahren wir hier rückwärts in die Halle rein und dann kippe ich mal rückwärts ab, so hoch ich kann, weil ich habe jetzt hier wegen dem Förderband jetzt nicht so die geile Kipphöhe. Gegebenenfalls müssen wir den Rest seitlich abkippen, aber er kann leider nur zu dem Weg kippen und ich wollte es ja lieber auf die Seite haben, um es besser aufladen zu können für die LKWs. Normal wollte ich direkt vom Anhänger in die Hochkippschaufel und dann auf dem LKW, aber ich weiß nicht, wann die LKWs kommen. So, oder ist mal ein LKW, dann ist es weg, sagen wir es mal so, ich weiß nicht, wann er kommt. Ja, und ich wollte jetzt gerne alles für die Gerste vorbereiten, deswegen wollte ich es jetzt schnell mal von den Anhängern runter haben. Das ist eigentlich der Sinn und Aspekt davon, sonst hätte es auch drauf bleiben können, aber gut. Ja. Meine Güte, dann ist einmal hier nochmal fegen mehr. Da kippt es auch nicht von oben. So, dann haben wir den schon mal abgekippt. Das ging doch richtig gut. Dann musste jetzt so ein Stück vor, dann kann ich mit der Mulde hier, also ich könnte rein theoretisch, könnte ich hier hochkippen, nur das Förderband ist halt im Weg. So, dann muss ich mit der Heckklappe noch hinten aufpassen, dass ich nirgends vorgegen komme. Deswegen zwei Haufen, jetzt kippe ich den anderen Wagen hier gleich noch seitlich gegen. Der kann nämlich darüber kippen und dann schiebe ich das alles auf den Haufen und dann kann ich das schön verladen, wenn der LKW kommt. Ja, dann habe ich da gar keinen Stress und habe die Wagen, wie gesagt, frei. Das ist doch super. Ja, Leute, bis zum 19.08. haben wir bei Spreadshirt noch 15% Rabatt. Wer Interesse hat, hier unten ist der Link in der Videobeschreibung. Der kriegt ihr zum Beispiel auch das T-Shirt hier. Ja, gerne reinschauen. Wie gesagt, da sind super viele neue Logos mit hier unserem Mähwerk. Erst Disco, dann reinmähen und so ein Quatsch. Ne? Also sind wirklich lustige Sachen dabei. Landwirt aus Leidenschaft, Schrauben und... Ja, kann ich nur empfehlen. Also wir haben da wirklich ein sehr, sehr breites Portfolio da und ich denke, da wird für jeden was dabei sein. Ich habe gerade meinen Dalbo-Gruppe einmal gewaschen. Ah, der ist für dieses Jahr abgebraucht, da ist nichts mehr für ihn zu tun. Der hat schon alles erledigt, was dieses Jahr ansteht. Und B, bin ich am Überlegen, den tatsächlich umzusetzen nochmal. Ich habe da eine andere coole Idee noch für das, was wir inzwischen machen. Damals, wo ich ihn gekauft habe, war das Konzept noch ein bisschen anders. Das hat sich ja schon ein bisschen variiert und ja, mal sehen, wenn wir einen Verkauf kriegen, geht er weg, wenn nicht, dann bleibt er. Aber ich bräuchte die Drille hinten drauf nicht in die Scheibenecke eigentlich auch gar nicht, weil wir sowieso mit dem Göttländer herfahren. Demnach ist das eigentlich Quatsch und ja, die Drille oben drauf, ich brauche es gar nicht. Dementsprechend kam mir zu der Gedankengang, versuchen wir, ob der Bedarf da ist. Hier oben laufen ein paar von denen, die queren dann DTX sind das denn ja, das sind hier baugleich.
Da laufen sehr, sehr viele hier und ja, auch mit super Erfolg. Aber wie gesagt, zu unserem Betriebskonzept passt das gar nicht mehr so. Da könnte ich auch was anderes Gutes nehmen. Und dann gucken wir mal, wie die Lage ist. Jo, wenn nicht, dann bleibt er. Jetzt frisst ja auch kein Brot. Meine Güte, so schlimm ist es nicht. Aber versucht mal klug. Und wie gesagt, gewaschen werden sollte er sowieso, weil dieses Jahr ist nichts mehr. Wir werden noch eine Fläche, werden wir noch hier Klee sehen. Und der Rest bleibt bis nächstes Jahr so liegen in Stoppeln. Ja, den Raps habe ich dann hier liegen, Hochkippschaufel schon. Ja, die Kinder haben da auch schon ordentlich drin getobt, das ist zu nett, das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Ja, und dann kann das abgeholt werden und dann sind wir den auch los. Wie gesagt, das ist jetzt die einfachste Variante, den jetzt hier abzukippen, auch wenn es eher augenscheinlich ein bisschen umständlich wäre, klar. Aber ich muss es zurecht haben zum Gerstedreschen, das macht mich sonst nervös, wenn das irgendwie... Kann vorher schon abgeholt werden, alles gut, ja. Aber so habe ich schon mal alles fix und fertig hier und ja, ne, ihr kennt das ja, wie gesagt. Und das ist ein, ja, ein LKW vorhin und meine Güte, ob das jetzt eine Woche länger hier liegt oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Ich habe ja den Platz hier, wird die Gerste nicht gelagert, die kommt ins andere Fach, das werde ich jetzt zurecht machen und dann trocknen wir die Gerste hier wieder rein. Wir trocknen Ernten, wie gesagt, das kennen wir hier gar nicht, haben wir noch nie geschafft und ja. Denn bis dahin ist der Raps dann auf jeden Fall weg, aber erstmal sollen wir sie ernten und dann hier eine Woche später oder so fangen wir an zu trocknen. Also da haben wir noch ein paar Wochen Zeit und ja, da gehe ich ganz stark von aus, dass dann auch der Raps hier inzwischen verschwunden ist. Das ist jetzt einmal ein bisschen fegen, Raps fegen ist auch nicht schlimm, also von daher ja, ist das eine super Alternative so. Ja, ich habe schon gemerkt, seitdem ich die mehr Kleinanzeigen drin habe, ihr wollt das ganz genau wissen. Warum wird er nun verkauft? Was ist da los? Also ich kann es euch nochmal genau erklären. Ich habe ja diesen Grupper gekauft, einfach aus dem Grund, weil der damals super günstig war und einfach in der Nähe hier war. Den hätte ich rein theoretisch mit Trecker holen können. Ich hatte nur nicht das passende Zugfahrzeug dafür, deswegen haben wir uns den liefern lassen. Ja, und es ist nun mal so, ich brauche den Steuer oben nicht, weil Zwischenfrüchte kommen für mich nicht hier in Frage. Es funktioniert einfach nicht. Ist auch tatsächlich auffällig, also hier im Umkreis ist nun mal dieser Boden hier so circa 6 Kilometer Umkreis, 8 Kilometer irgendwie so. Es werden da in dem Bereich null Zwischenfrüchte angebaut, es wird kein Mais angebaut, es funktioniert einfach alles nicht. Die Böden sind hier sehr, sehr speziell. Danach funktioniert das alles schon wieder ganz anders. Also das ist tatsächlich hier so ein kleiner Umkreis und ja, es sind andere Böden, das klappt alles nicht so, wie man das immer vorhat. Dementsprechend, ich nutze den nie. Ich habe das damals, das war ein super Ding, da habe ich schon gedacht, wenn ich den mal kaufe, kann ich den auch wieder gut verkaufen, weil der hat eben eine hydraulische Steinsicherung, hat diesen Streuer drauf, jetzt mit dem Umbau auf die Prallbleche, perfekt. Ja, und natürlich die Scheibenecke, das war damals ja auch, hatte ich noch ein bisschen anders geplant. Das hat sich jetzt ja ein bisschen umstrukturiert, weil wir hier den Güttler-Grupper bekommen haben, brauche ich die Scheibenecke hier dran ja eigentlich auch gar nicht. Und das ist so der Grund, warum ich den jetzt einfach mal ins Netz stelle, weil es ist da super viel dran, was ich persönlich gar nicht mehr bräuchte. Jo, mal gucken, ne? Und der ist ja so gut wie neu. Mal guckt euch das an, das sieht ja geil aus, ne? Und hier, ob ich jetzt mit der Scheibenecke durchgefahren wäre oder der Güttler hat das selber gemacht, das bringt gar nicht so viel. Ja, das ist super. Hier kommen auch schon die ersten Sachen auf. Perfekt, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das lassen wir jetzt hier noch. Ja, mindestens 14 Tage, eher 3 Wochen noch auf jeden Fall liegen. Ja, und dann hier gucken wir mal, wie gesagt, ob wir das abspritzen oder mechanisch entwurzeln. Das liegt am Wetter so ein bisschen. Ja, so der grobe Plan schon mal. Ne? Ja, falls noch jemand so eine Durchlaufwaage hier sucht, melden. Sonst geht das in Schrott, das ist jetzt die letzte Chance. Kein Bock da mit dem mal hin und her zu schleppen. Ist ja so eine große, kannst du euch nochmal zeigen, aber ist auch bei Kleinanzeigen sonst drin. Ne, eine Durchlaufwaage, wie ich denn in die kannst du einstellen, ne? Ja. Also wie gesagt, sonst fliegt das Ding in Schrott, dann behalte ich die Gegengewichte und sowas. Die kannst du nochmal brauchen, aber den Rest hier, ja, mal gucken. Ne, wenn der Schrotthändler mal kommt, kriegt das mit und wenn es vorher weg ist, ist es weg. Ja, nun ist es aber endlich soweit. Ich werde jetzt das Styropor schon mal verladen, dann muss ich es wegbringen. Oder was man, ne, meine Güte, vorher, das fraß ja auch nun kein Brot, dass das jetzt irgendwie hier im Weg stand oder so. Aber jetzt hier steht es im Weg, bringen wir das hoffentlich heute weg. Ich schmeiße das gleich auf meinem Anhänger in den Holzkisten direkt so, Netz rüber. Dann können wir es da schnell rauspulen und gut ist das. Ja, dass wir hier Platz kriegen und die Holzkisten sind dann auch wieder frei für den Winter, wenn ich dann wieder Festholz oder sowas zuhole. Das ist sehr gut.
Sehr schön. Passt doch gut rauf. Wie gesagt, fest zu Hornetz rüber. Dann können wir das bequem wegbringen und dann ist das auch erledigt. Ja, nun soll ich erstmal schnell mal los zu Schwaden. Hab gerade einen Anruf bekommen. So, ich bin jetzt hier am Strohlüften. Ein Kreis ist oben, der andere unten. Dann drehen wir das einmal um hier, dass das nochmal trocknen kann. Hab den Schwader so hoch wie es möglich gestellt, ne? Dass er keinen Dreck oder so mitnimmt. Ja. Und dann drehen wir das um, ein bisschen Geschwindigkeit hier. Und dann läuft das. Ne? Und dann kann das ja einmal durchlüften und kann dann gepresst werden. Das ist ja der Sinn und Zweck von dieser Aktion. So, das wäre erledigt. Ging noch top. Einmal umgedreht. Ne? Mit dem Schwattlüfter kriegst du es natürlich besser hin. Aber hier mit dem Schwader geht das auch. Ne? Aber ist jetzt nicht unser Kerngeschäft. Ne? Aber natürlich, wenn Anfrage, gar kein Problem. Das funktioniert auch, also gar keine Frage. Ne, das wird auch super trocken, gerade bei dem Wetter heute. Ja, morgen soll es so ordentlich regnen. Mal schauen, wie die Lage ist. Ne? Aber ja, das sehen wir noch. So, Schwader kommt dann heute erstmal ins Zelt, sonst steht er jetzt erstmal immer draußen, weil er ja auch oft gebraucht wird und so. Aber wenn es dann morgen regnen soll und ich habe den Platz frei, ja, kann er eben so schnell mal im Zelt stehen. Das ist ja nicht schlimm, den da wieder rauszuholen. Ja, Styropor ist weggebracht. 35 Euro der Kubikmeter kostet das. Hätte ich das doch noch halt in meine Papppresse einmal packen können und komprimieren können, hätte ich Kubikmeter gespart. Ich dachte, das geht nach Gewicht. Naja. Ich weiß auch nicht, ob das geht, ob man das hier... eigentlich müsste das ja noch ein bisschen drücken können, ne? Ja. Naja, ist so. Ne? Aber dafür bin ich jetzt los und ich habe die Kisten frei, ja. Nur Vorteile. Können wir die Kisten hier wieder schön runternehmen. Ja, feine Sache mit diesem Netz, ne? Netz rüber, kann nichts wegfliegen und so, Korde rum. Ja, es ist gewaltig. Und dieser Anhänger, der ist eben so schön groß. Wie damals, wenn ich meinte, da ist die Kiste, die ist nur im Weg. Nee, die stört echt, also bis jetzt habe ich nicht einmal Einschränkungen durch diese Kiste gehabt, sondern nur Vorteile, weil ich immer alles beim Anhänger habe. Die Gurte, das Netz und sowas, ist immer alles hier. Das ist so eine feine Sache, das will ich auch nicht mehr missen. Ne? Das ist echt hier echt schön. So, laden wir die schnell ab und ist der Anhänger auch wieder frei. Und das ist echt traurig zu sehen, was die Leute alles wegschmeißen. Das ist ja auch ein Schrottplatz mit, ne? Werkzeuge. Schränke, Werkzeugschränke, da, ich hatte nun auch nicht hier so viel Zeit und sowas, aber ich glaube, da muss ich brauche für meine neue Werkstatt noch Werkzeugschränke und diese hier Kisten und sowas und Wahnsinn, was da alles weggeschmissen wird, also da müsste man eigentlich mal gucken. Ich weiß nicht, ob man da was überhaupt bekommen kann, wenn es einmal weggeschmissen ist da. Mann, das sind so viele gute Sachen. Verrückt, wirklich verrückt. Ja. Aber naja, vielleicht hier, ich weiß auch noch nicht, was ich haben will, aber irgendwas sollte ja auch noch schönes im Ersatzteillager kommen und sowas. Ja, mal gucken. Dann habe ich heute Vormittag noch gesessen, meine Behälter hier einmal ausgespült. Ja, da waren ja noch Haferreste und so drin, dass die einmal sauber sind, schön mit dem hier Kircher einmal durchgekirchert, weil hier soll denn Weizen rein. So, dann wollen wir mal die Behälter hier reinstellen, ungefähr, wie ich es haben will.
So, dann wollen wir mal sehen, ob wir da ein bisschen Weizen reinkriegen. Ich darf jetzt hier nicht so tief längs fahren, falls das da noch nass unter ist, ein bisschen. Mal sehen, ob das klappt. Dann haben wir das zum Schroten, können wir das schön mit der Karre hier aus den Behältern holen. Das war eigentlich mein Gedankengang. Mal gucken, wenn wir die Zange zu haben. Ausgekippt, ne? Mann, ist das blöd, ne? Sind wir ja keine noch, ne? Doch noch mal eine Klappschaufel haben, für solche Dinge. Gerade um diese Behälter zu befüllen. Das wäre jetzt blöd. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich komme dann leider auch nicht mit dem Frontlader hin. So was Doofes. Ja, das wird so nix. Da komme ich nicht rüber, das wird zu Quatsch. Ich kriege ja nicht mal eine halbe Schaufel leer mit Abschütteln und sowas. Und der andere ist noch mehr. Ja, wir jetzt überlegen, ob wir irgendwie eine Schnecke nehmen. Aber die Schnecken sind leider so, die haben ja gar nichts unten als Aufnahme, dass man sich da jetzt schnell mal einen Behälter bauen könnte. Das wird zu aufwendig. Andererseits kann man jetzt sagen, habe ich jetzt noch nicht hier, aber könnte man noch mal machen, dass man diese Behälter auf Rollen stellt. Dann kann ich sie, wenn ich da 500 Kilo Rollen habe, dann habe ich 2 Tonnen. Das sollte lang für den Behälter hier. Und dann könnte ich sie vorrollen, mit dem Frontlader befüllen und dann nach hinten noch rollen und stehen lassen. Das wäre noch so die beste Alternative. Ja, ich werde jetzt mal gucken, wo ich sie hinstellen kann, dass ich sie auf jeden Fall dann mit dem Frontlader befülle. Dann ist das Thema durch, dann müssen sie woanders stehen. Erstens kann ich sie mit dem Frontlader auf jeden Fall voll auch noch bewegen. Ja, das geht. Und zweitens, ja, wir können sie auch dann irgendwo hinstellen. Ich muss nur mit dem Frontlader rankommen können und die dürfen nicht im Weg stehen. Ja, muss ich nochmal gucken. Irgendeine Lösung wird sich dafür finden. Ja, Planänderung. Und ja, ich habe eine Hochkippschaufel, aber die ist einfach zu groß und zu schwer für den Hoflader. Erstens ist sie zu breit und wird, aber vielleicht zu breit, weiß ich nicht. Ich würde vielleicht gerade für die Behälter gehen, ich glaube aber, das wird nichts. Und zweitens ist sie einfach schon vom Grundsatz zu schwer für den Hoflader. Die ist zum LKW beladen, gedacht, guck mal, die wiegt schon 660 Kilo. Ja, eine Tonne kriegt er nicht da hochgehoben. Ne? Also brauchst du nicht mal voll machen und hab dann schon über eine Tonne. Das schafft er nicht. Ne? Dafür ist der Hoflader definitiv zu klein. Ja. Bräuchte irgendwie so eine 1,20er, maximal 1,20er Breite. So wie die Euroaufnahmen so groß ist, die Schaufel jetzt ja auch. Die jetzt Klappschaufel, dass du sie aufklappen kannst. Das wäre schon schick, um solche Behälter zu füllen, weil das machen wir ja tatsächlich sehr, sehr oft. Ja, ich sag, was sollst du immer alles haben? Das ist ja fürchterlich, ne? Gut, dann nutze ich die Zeit erstmal für andere Dinge. Und zwar, kleine AKF, ja. Wir haben ja so eine Profil-SH-App wegen dieser Prämiengeschichte. Ja, es gibt nichts Hinterweltlicheres wie in Deutschland, wie dieser ganze Kram, echt. Alles, was vom Staat für die Landwirtschaft ist, da an Computerkram, boah, ist nichts für mich. Naja, wir haben dann ein Schreiben gekriegt, da sind irgendwie Aufträge, die soll ich abarbeiten. Weil so eine App ist nicht fähig, irgendwie eine Mitteilung zu machen oder eine Mail zu schicken, dass da ein Auftrag vorliegt. Nee, du musst dich dann einloggen, dann aktualisiere ich das, dann steht da 0 Aufträge. Ich denke, hä? Nochmal aktualisiert? Dann standen da 8 Aufträge. Ja. Boah, naja. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, auf welchen Flächen überhaupt, das kannst du so auch nicht sehen. Aber das kriegen wir wohl noch raus, denke ich mal.
Und dann fahren wir mal schnell mal alle Flächen ab. Dann könnt ihr hier auch mal das Gras bewundern, wie schön das jetzt wächst. Ja, das geht jetzt ab wie ein Zöpfchen. Also wirklich, das hat sich gelohnt, der Schnitt. Das ist jetzt schon wieder so hoch wie, vielleicht ein bisschen niedriger, aber ungefähr fast so hoch, ne, wie bei Mähen, wie wir den letzten Schnitt gemacht haben. Und ja, das geht jetzt gut voran. Ne? Also im September hoffe ich hier eigentlich noch einen schönen, wie gesagt, ich hoffe Heulageschnitt. Mal gucken, wie das wird, aber ne, das geht jetzt richtig gut ab. Da bin ich froh, das hat sich wirklich gelohnt. Also das kann man nicht anders sagen. Die Gülle hat voll zu fassen, was willst du mehr? So, jetzt habe ich hier 8 Aufträge und da stehen dann, ja, Nutzung bestimmen überall. So, also ich kann mir nicht, muss ich es anklicken, auf Karte anzeigen. Das ist schon mal das Feld nebenan. Das Feld da, also das da vorne. Da sollen wir jetzt mal die Nutzung bestimmen. Da soll ich, glaube ich, ein Foto machen. Muss ich jetzt aufs Feld gehen, dass er mich erkennt, dass ich auf dem Feld bin. Ja, aber da steht kein Feldname oder so. Ja, und deswegen musst du da ein bisschen suchen. Aber gut, dann gehen wir mal auf das Feld drauf. Und dann kann ich ihm gleich sagen, dass da Gras drauf ist. Ja. Bin sehr zufrieden mit dem Gras. Also wirklich, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die Zukunft, den wir hier einschlagen. Damit sind wir felsenfest von überzeugt. Auch wenn das schwer fällt, mach gerne ackern. Aber wie gesagt, du musst dann auch nach vorne schauen und nicht nur auf dem Stand stehen bleiben. Ne? Das ist einfach so. Und ich meine, es bringt uns ja auch Spaß, das Gras. Das, so ist es ja nicht. Übergeben Sie ein geotektes Foto von der Kultur. Kann ich euch jetzt zeigen, hier sind ja keine Daten, sondern kann ich jetzt hier Galerie, Kamera. Oh Gott, oh Gott, Hotz, es funktioniert sogar. So, machen wir jetzt hier einfach so ein Foto. Hotz, verdammt nochmal, wa? Dann schreiben wir hier Gras hin. So, sind 2 Gerstenflächen und der Rest alles Gras. Dann bist du alle mal durch. Aber es wäre schöner, wenn man das denn, wenn du die Karte hier hätten, dann siehst du genau, welche Flächen da gemeint sind. Naja, ist wie es ist. Gut, dann kann ich jetzt somit gleich noch zu der Kleinen da und dann der Großen am Haus da nochmal schnell Fotos machen. Ja, und dann nach vorne, dann gucken wir uns gleich mal den nächsten Kram an. Und das Gras sieht ja auch super aus, ne? Also wie gesagt, wenn das jetzt, lass das noch 2-3 Wochen wachsen. Das geht jetzt in die Höhe, ne? Hat Wärme gekriegt, alles. Jetzt morgen kommt nochmal Regen. Top, also wirklich Top-Bedingungen. Ja, und er bleibt nur in seinem Kofferraum. Da hättest du auch mitlaufen können, du. Was? Kein Bock oder was? Nee? Wie kann man nur so gerne mitfahren? Ach, ich brauche ihn eigentlich gar nicht aufmachen, den Kofferraum. Das ist fürchterlich mit ihm. Ich kann tatsächlich auf Karte gehen und dann zeigt ihr mir alle Flächen an mit Auftrag. Muss ich sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Trotzdem ist die App hinterweltlich noch, also muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ein Hochsicherheitstrakt, um reinzukommen und so, aber na gut. Was soll's machen? Ne? Ja, aber das ist schon mal gut. Da kannst du dann einfach auf Karte gehen und zeigst dir alle Flächen an, wo sie sind und dass da ein Auftrag ist. Das macht die Sache doch deutlich einfacher. Das andere, das ist ja. Ne, es geht schon mal gut. Ja, und dann guckt euch erstmal den Klee an. Der geht richtig ab in Zöpfchen. Hotz verdammt. Also jetzt hier Wahnsinn. Aber es ist auch 100% Klee. Ja, aber das ist ja, also das ist nachher richtig hier nervtes Rindefutter, ne? Das ist so. Ja, normal sollte da ja 50% Kleeanteil sein, aber das ist doch bald, lass es 90% sein. Ja, naja, ist so. Und hier ist ein bisschen eine Spur, da war es ein bisschen nasser. Und hier, da hat er ein bisschen Schwierigkeiten noch zu kommen. Da war der Flughafer drin, aber das kommt jetzt ja auch. Ne? Deswegen war das wirklich wichtig, das freizuschneiden, dass wir hier ein bisschen Luft reinkriegen und der Klee sich auch ausbreiten kann. Das ist super. Der geht jetzt ja nur nach vorne. Da habe ich gar keine Bedenken, dass das nicht klappen sollte. Schön. Wirklich schön. Das wird richtig gutes Rinderfutter. Ne?
Das werden wir wahrscheinlich mähen und am selben Tag pressen und wickeln, weil der Klee, der verliert ja so schnell an Feuchtigkeit denn. Und ja, ich glaube, das ist das Sinnvollste, um das zu nutzen. Top, aber das soll noch mal ein bisschen wachsen. Aber wie gesagt, der geht nach vorne, ne? Klee, das ist top. Das hat sich sehr gelohnt. Also bin ich wirklich froh, dass wir diesen Schnitt gemacht haben. Das ist ja ganz gewaltig. Das ist, ja, hat sich so erholt, alles ist so losgewachsen. Perfekt. Ja, soweit, so gut. Gerste gucken wir nächste Woche nochmal, denke ich gerade. Da habe ich jetzt ganz vergessen, weil ich sie nur gerade sehe. Wenn es gut läuft, das entscheidet jetzt das Wetter, sind wir vielleicht sogar nächste Woche da schon am Dröschen von der Sommergerste. Mal schauen. Ja, ertraglich denke ich mal, dass wir irgendwo bei 5 Tonnen liegen werden, hoffe ich. Mal schauen. Ja, aber das sieht man. Ne? Ist eigentlich, muss ich sagen, hat sich gut entwickelt für das schlechte Jahr, für die Gerste. Und das Gute ist daran, wir haben sogar kein Geld reingesteckt, wir haben nur einmal Gülle gegeben, keine Pflanzenschutzmaßnahmen mehr gefahren, wir haben keinen chemischen Dünger da reingeknallt. Alles so. Und dafür steht er also wirklich sehr gut für hier oben, das muss man sagen. Und wie gesagt, dennoch ohne Kosten. Also bin ich mal gespannt, was bei rumkommt. Ja, hat natürlich, aber das kennen wir ja alle dieses Jahr, ne, in der Nässe sehr gelitten, die Sommergerste. Dieses dauerhaft nasse Füße, das mocht sie nicht gerne. Ja, ist nicht super hoch, deswegen vom Stroh her. Habt ihr auch heute gesehen, glaube ich, wo ich da geschwadet habe. Das waren jetzt 3 Hektar, ich schätze, da kommen 10 Ballen, so 1,30er raus, ne, bei Winterweizen. Das ist, dieses Jahr Stroh ist Mangelware, weil das einfach generell sehr, sehr knapp ist. Da kommen nicht die großen, dicken, fetten Strohschwaden zu Schein. Ja, wir werden auch hier alles in Stroh machen, aber das muss natürlich auch vom Wetter alles passen. Weil ein bisschen grün ist es auch drin da und dann 2-3 Tage trocken, kann das gut sein. Aber mal schauen, wie die Lage wird. Ich bin da sehr gespannt. Abwarten. Eine Fläche wird dann gleich in Kleegras oder Kleeackergras, das werden wir noch ein bisschen anmischen, umgerissen. Und wahrscheinlich müssen wir auch Stilllegung machen, so wie das jetzt aussieht für nächstes Jahr. Da wollte ich dann auch, ich meine, wisst ihr das? So mein Wissensstand ist eigentlich, dass ich da auch Gras reinsehen kann. Und das einfach nicht bewirtschaftet, dann ist ja begrünt und ich kann die dann das ja eben liegen lassen, aber kann mir dann die Nährstoffe übers Kleegras reinholen. Sonst bei 4,15, kein Fehler mehr gehabt jetzt. Toi, toi, toi. Mal sehen. Ich denke, dass das tatsächlich irgendwie ein Kabelproblem sein wird. Mir haben noch viele Leute bei Insta geschrieben, kontrollier mal hier, kontrollier mal das und so. Also wirklich Wahnsinn, geile Community. Das ist immer hilfreich. Ja, ich sag ja, man lernt mit der Maschine und ihr habt ja das Glück, ihr könnt mir immer zusehen und dadurch auch wieder lernen. Das ist auch mega. Ich finde das ja immer wieder faszinierend, das Ganze. Richtig cool. Ja, das ist eben dabei. Bei neueren Treckern hast du mit Kabeln zu tun. Oder hatten wir auch schon mal im 86, was haben wir da an Sensoren getauscht und getan. Boah. Ich weiß nicht, das ist das erste oder zweite Jahr, da war der Vater den am liebsten schon verkaufen. Er hatte die Schnauze voll, das Ding war nur kaputt. Und oh, ich sag, komm, das kriegen wir schon, dann hupe nicht mehr. Und, oh Mann, ja, ich nehme sowas ja immer ganz gelassen. Und machst du da hier einen Sensor und da einen Sensor. Und das ist super. Umso neuer die Technik wird, umso Kleinigkeiten können nur richtig doll ärgern. Ja, hier war es jetzt immer der Vorteil, ich konnte den Fehler wegdrücken und erstmal weiterfahren. Das war jetzt keine gravierenden Fehler. Aber ja, sowas ist halt dabei. Ne, werden wir uns mal anschauen, ob da fehlertechnisch noch was kommt. Morgen werden wir mal versuchen, die Behälter zu laden. Das muss ich nochmal sehen, wie wir das machen. Und nächste Woche soll auch der Raps geladen werden. Dann kriegt er ja die Hochkippschraube an und kann damit dann solchen LKW beladen. Das geht ja wunderbar. Und mit Ihnen hoffen wir dann, dass wir nächste Woche zum Mähen kommen. Ich habe mich jetzt immer noch nicht um Klimakühler gekümmert oder beziehungsweise mich erkundigt. Muss ich ehrlich gestehen, auch wenn ich gerne eine klimatisierte Kabine da drauf gehabt hätte. Ja, aber das kriegen wir auch noch. Zeit ist momentan einfach nicht da. Das ist, wie es ist. Ja, aber gut, wie gesagt, das kriegen wir auch noch zurecht. Und dann werden wir sehen, wir haben irgendwo, kommt drauf an. Ja, was haben wir denn jetzt noch nach?
ja, 6 bis 12 Hektar werden wir dann mähen nächstes Mal. Mal schauen. Vielleicht, ich schätze, wir werden die ganzen 12 Hektar nehmen, um da nochmal versuchen, Heu zu machen, wenn jetzt gutes Wetter wieder angesagt ist. Das müssen wir jetzt ein bisschen ablauern. Wie gesagt, morgen ist Regen angesagt, für nächste Woche ein bisschen, ja, ich hoffe noch auf wieder eine gute Wetterphase. Dann wird gemäht, kehren, dreschen, den ganzen Kram, Stroh pressen, Heu pressen. Da haben wir dann auch voll zu tun. Wie gesagt, ich soll jetzt noch mein Fach unten einmal zurecht machen, dass wir auch die Gerste lagern können, schon mal vorm Trocknen, und dann sieht man weiter. Dann können wir auch schon das Klee sehen. Also dann geht das Schlag auf Schlag, zack, zack, zack. Und ja, dann ist auch schon bald Haferseezeit. Wir werden vielleicht noch unseren Rest Winterweizen aussehen, dass ich nur einen Teil Hafer probiere, bin ich am Überlegen. Muss ich nochmal sehen, wie wir das gestalten. Drille soll noch zurecht gemacht werden. Oh. Ja, ich sage ja, sind lange Tage. Ist jetzt 7. Soll ich noch gleich die Tiere zu Ende machen? Dann ist es 8. Ja, Videoschnitt, dann ist nachher inzwischen noch Abendbrot und wird es wieder so 10. Meistens sind wir letzten Wochen 10, halb 11 abends, ist ein Feierabend. So sind die Tage. Ja. Sommer, schockt, aber es ist auch nicht nervig. Das ist ja das Schöne. Kennt ihr das? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Also für mich ist das, oder für uns alle, auch für die Kinder und so, gar keine Belastung, weil Sommer, da hast du Bock, was zu machen. Da bist du gerne noch hier abends um 10 in Gang. Ne? Das ist doch geil. Also ich finde das einfach klasse. Der Winter ist lang genug, dann muss man im Sommer auch genießen und ausnutzen. Tipptopp, das war es dann aber auch wieder zu diesem Video. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, vergesst den Daumen nach oben nicht. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.